Servus, mein Name ist Josef Jarisch. Ich unterrichte hier an der Musikschule Wolkersdorf Gitarre. Ja, die Gitarre. Ich will dir mal kurz das Instrument vorstellen, auf dem ich gerade gespielt habe. Wir haben es hier mit einer sogenannten klassischen Gitarre zu tun. Die klassische Gitarre ist bespannt mit 6 Nylonsaiten. Das ist typisch für sie und das ist auch diese Art von Gitarre, die im Anfängerunterricht meistens verwendet wird oder fast ausschließlich, weil die Bespielbarkeit, das heißt, wie leicht oder wie schwer muss ich etwas greifen können, ist auf der klassischen Gitarre wesentlich einfacher wie auf anderen Instrumenten, beispielsweise die Western-Gitarre, die elektrische Gitarre. Da ist es zu Beginn einigermaßen schwierig zu greifen wegen der Stahlseitenbespannung. Also das wäre sozusagen das Instrument für Gitarre-Anfänger. Ja, wenn du Anfänger bist, das nehme ich jetzt mal an, dann ist abhängig von deiner Größe, von deiner Körpergröße, dass die Größe des Instruments auch wichtig. Wir haben hier in der Schule Leihgitarren herzuborgen und die haben verschiedene Größen. Die gibt es in klein, mittel, ist ziemlich groß, aber eben nicht ganz groß. Die ganz großen, die besorgt man sich dann selber. Aber für die kleineren Größen haben wir einen Vorrat an Gitarren, den wir gerne herborgen. Ja, interessant ist wahrscheinlich auch noch, wie schaut der Unterricht aus? Wie beginnt man Gitarre zu lernen? Das Erste, was man macht, man spielt mal auf leeren Saiten. Das ist zum Beispiel ein Anschlag einer leeren Saite. Da ist keine linke Hand beteiligt, das macht nur die rechte. Wenn ich jetzt die linke Hand auch beteiligen möchte, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, weil ich mehrere Töne spielen kann. Dazu muss ich greifen. Das heißt, ich drücke die Saite nieder und dann, wenn ich die leere Saite zuerst anschlage und drücke dann den Zeigefinger nieder, entsteht ein anderer Ton. Das heißt, der Ton wird höher. Immer wenn ich einen Finger hinsetze, bekomme ich einen anderen Ton. Ja, so beginnt's. In weiterer Folge lernt man dann begleiten. Begleiten heißt, es gibt eine Melodie, die kann jemand spielen, die kann man auch selber singen. Die Begleitung untermalt das, legt sozusagen etwas darunter. Ich will das mal kurz demonstrieren. Ich nehme mal eine Melodie, die da lautet Tom Dooley. Die geht so. Ja, bis hierher mal, weiter brauchen wir es nicht. Das war jetzt Melodie. Wenn ich jetzt diese Melodie begleiten möchte, dann geht das so. Das heißt, da hört man jetzt keine Melodie. Man hört nur Töne, die gut dazu passen zur Melodie. Probieren wir mal aus, ob das gut zusammenklingt. Ich singe jetzt die Melodie und begleite mich. Und das geht so. Hang down your head, Tom. Das war jetzt das Beispiel Begleitung und Melodie. Wer das schon gut kann und wem das zu wenig ist, da geht es dann darum, solistisch zu spielen. Solistisch heißt alleine, alles gleichzeitig, Melodie und Begleitung. Das Stück, das ich zur Einleitung gespielt habe, dieses kleinen Videos, war
war so ein solistisches Stück. Ja, das wäre es mal vorläufig, was ich zu sagen hätte. Wenn du Interesse hast, Gitarre zu lernen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, dich hier in der Musikschule sehen zu dürfen. Ich würde jetzt noch zum Abschluss ein kleines Stück oder einen kleinen Ausschnitt aus dem Bereich Pop-Rock spielen. Jedenfalls danke sehr fürs Zusehen, fürs Zuhören und ich würde mich freuen, dich hier in der Musikschule begrüßen zu dürfen.